Es kommt Maradanas Schmähschaufler. Freuen Sie sich mit dem Maradanas Schmähschaufler. Schmähschaufler! Maschinen brauchen. Da ist seine alte Schneeschaufel, die was daheim im Keller unten steht, wieder eingefallen. Selber hat er schon lange nicht mehr damit gearbeitet, aber das war da was für die Arbeitslosen. So hat der Pudel laut zum Drängen angefangen, so laut, dass man es sogar bei uns herumgehört hat. Vor dem ersten Schneefall ist der Rohrbacher Bürgermeister der Schneeweißhelle zu mir gekommen und hat gesagt, Erwin, du bist unser Paradearbeitsloser, such deine Schneeschaufel und schau, dass unsere Gehsteige eigentlich ordentlich gerammt werden, weil das macht mir Kopfzerbrechen, seit ich da Bürgermeister bin. Da habe ich angefangen zu suchen und im Gegensatz zum Madertaner habe ich die Schneeschaufel gefunden. Ganz armselig habe ich mich ins Windel gestellt, habe auf den ersten Schnee gewartet. Da muss mich der Petrus gesehen haben, davor hat es heuer so selten geschnitten. Über die Zukunft habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Die Rohrbacher Bevölkerung hat anscheinend Probleme mit dem geschriebenen Wort. Die gelben Sageln, die da bei uns über die Weihnachten in der ganzen Gemeinde einmal umgestanden sind, die hat nicht der Weihnachtsmann verloren. Nein, die sind für die Leute, die was als Gmurbladl ungelesen im Papierkorb werfen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse mir von Hutzhans das Trommeln lernen und gehe als Gemeindetrommler. Und wir da meine Nachrichten verkünden, oder eigentlich auch in Helmut seine Nachrichten. Weil losen können die Leute noch immer besser wie lesen. Heuer ist ja das besonders wichtig. Wenn die Rohrbacher eine Ortschronik kriegen, brauchen sie ja einen, der was ihnen vorlässt, was da drin steht. Weil der ORF wird das sicher nicht verfilmen und in die Seitenblicke werden sie es auch nicht bringen. Fürs heurige Jahr sind eine Menge Feierlichkeiten zum 725-Jahre-Jubiläum zu erwarten und zu verlautbaren. Da werden wir aber sie nicht gar anstrengen brauchen, weil die Bundesregierung hat uns mit der Millenniumsfeier die Loten eh nicht gar hochgelegt. Ich glaube, da ist 996 viel mehr bei der Unterschrift gefeiert worden wie das letzte Jahr. Ist aber auch klar, wenn sowas in die Hosen geht. 94er Nationalratswahl, 95er Nationalratswahl, 96 die EU-Wahl. Warum soll denn da noch eine Zeit bleiben zu organisieren? Aber aus den Fällen haben die Rohrbacher gelernt. 2022 war Rohrbach 750 Jahre alt. 2021 ist aber eine Gemeinderatswahl. Aber heuer haben wir Zeit. Davor feiern wir heuer 725 Jahre Rohrbach. Und noch einen Grund gibt's. Heuer können die Ehrengäste Schweinsbratl noch beißen. Unsere Politiker, was wir von denen alles erwarten, lauter unwichtige Sachen. Eine Entscheidung über den Bau von Semmeringtunnel, von der Einsen an Trassen,
Die Regelung für die Politikerbezüge, den Verkauf von der Kreditanstalt, die Promillegrenze. Mich zum Beispiel hat noch nie einer gefragt, wie viel Promille das ich will. Mir haben die Wirte immer nur gefragt, ob ich ein Kriegel oder ein Seidel möchte. Dabei schlagen sich ja unsere Politiker wirklich mit wichtigen Sachen um. Zum Beispiel das Verkehrsministerium. Als Alternative zu einer ORF-Sein-Aktion Licht ins Dunkel haben sie die Aktion einfallen lassen, Lichtfahrer sind sichtbarer. Mir ist schon der erste Autofahrer entgegengekommen, der was geschrien hat. Ein Wunder, ich kann wieder sehen. Auch unsere Frauenministerin hat sich Aktion einfallen lassen. Ganze Männer machen halbe. Na klar, Leute, das Gesetz brauchen wir. Wie kommen sonst unsere Frauen zu einem neuen Skier, wenn nicht Kraft des Gesetzes die Männer beim Skierwischen ein paar Dollar zusammen haben? Aber auch die schwierigen Entscheidungen in der Steiermark. Heißt es jetzt Frau Landeshauptmann oder heißt es Frau Landeshauptfrau? Aber mit dieselben Problemen kämpfen sie auch bei uns in der Gemeindestube. Seit der letzten Gemeinderatswahl gibt es eine Gemeindekassiererin oder besser einen weiblichen Gemeindekassier. Im deutschen Rechtschreibbuch steht aber, dass die weibliche Form von Kassier Kassiererin heißt. Da habe ich wieder Probleme. Er ist da männlich. Heißt es jetzt Gemeindekassier, Gemeindekassiererin oder Gemeindekassierin? Aber ich habe da eine ganz einfache Lösung. Ich sage Regina zu ihr. Im Parlament haben sie lange Zeit die Schwarzen und die Roten um die Zukunft von der Bank Austria und von der Kreditanstalt den Kopf zerbrochen. Ich glaube, wir sollten den Franzl und den Wolferl zu uns in die Steiermarker von Urlaub einladen. Weil die wenig Zöller um, die haben schon gesagt, dass wir da in der Oststeiermark wissen, wie man mit Bankeln umgeht. Früher einmal, wenn auch der Benjadani und der Salinger Rudel beim Kartenspielen die österreichische Sozialpolitik bestimmt haben, da ist für einen kleinen Mann auch noch was angefallen. Aber in einer zwei Lehrbuben jetzt, der wird es eh nicht schon der Madadana. Denen ist es egal, was mit dem kleinen Mann auf der Straße geschieht, solange es ihnen selber nur gut geht. Dabei hätten sie ja gerade Arbeit genug, wenn sie sich an einen Tisch setzten und überlegten, was man mit den Leuten außer Schneeschaufeln noch machen kann. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Sandler und den österreichischen Sozialpartner? Ein Sandler. Der Sandler entscheidet sich für den Inhalt und trennt sich über der Flasche. Die österreichischen Sozialpartner, die trennen sich für den Inhalt und schicken die Flaschen ins Parlament. Ole, ole, ole. Meine Damen und Herren, das war unser Spieß Erwin. Freundlich.